Na, Gnasi, kannst du. Kann jemand kurz Hanne vielleicht? Was denn? Hanne? Jetzt bin ich dann auch mal im Internet. Also ich habe euch hier drei Scheine mitgebracht. Hier kennt ihr ja bestimmt. Der macht dich auch nicht reicher. Kennt ihr den? Was ist das? Ja, den kenne ich. Den Was ist das? Monopoly. Monopoly, genau. Was ist das? Cola-Schein. Okay. Was haben die drei Scheine gemeinsam? Sie sind nichts wert. Sie sind nichts wert. Also vorher war es immer so, es gab hier Goldstandard oder so. Es gab hier immer was, wohin am Geld noch gestanden hat. Aber hier steht jetzt drauf, in God we trust. Ja. Früher war es ja auch nur Banknote, das heißt, wo irgendwas notiert war oder so. Aber das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Also das Geld ist eigentlich wertlos, es basiert nur auf Vertrauen. Und wenn das Vertrauen weg ist, sieht man ja ganz schnell, was dann passieren kann. Das Papiergeld geht wieder auf Null. Okay, ich wollte nur kurz zu dem Euro, wollte ich auch noch was sagen. Und zwar auf dem Dollar steht ja noch, dass es Zahlungsmittel ist. Also, this note is legal tender for all debts, public and private. Das heißt, dass es Geld ist, aber als Schuldgeld, also was aus einer Schuld entstanden ist. Ist das in der Pyramide drauf? Ja, und die Pyramide ist drauf, ja. Außen, oder? Ja. Das Auge ist auch noch drin, ja. Also es soll ja für die neue Weltordnung ja stehen, was mit dem Schuldgeldsystem halt zu tun hat. Aber jetzt gucken wir uns mal den Euro an. Also wo steht auf dem Euro drauf, dass Euro Geld ist? Könnt ihr irgendwas erkennen? Also ich sehe nur irgendwelche bunte Bildschirme oder so irgendwas, aber dass es Geld ist, sehe ich es nicht. Spielgeld. Was ihr auch mal noch unbedingt angucken sollt, hier oben steht EZB, das ist dann noch irgend so eine Unterschrift. Interessant ist, das ist ein Copyright-Zeichen. Das ist die Frage, warum ist auf dem Geld ein Copyright-Zeichen? Für Geld gibt es normal Gesetze, dass Geld nicht gefälscht werden darf. Steht, glaube ich, Paragraph 149 Strafgesetzbuch. Ja, Frage an euch, warum ist hier Copyright-Zeichen? Was? Ihr? Ja, weil es von der Firma ist. Also es ist eigentlich kein echtes Geld. Genauso wie Monopoly-Geld, Euro, Dollar, alles wertlos. Ja, also ich finde es ganz interessant, wenn ihr mit euren Freunden sprecht, könnt ihr ja Dimo zum Beispiel darauf ansprechen. Ja, warum das Ganze funktioniert? Es funktioniert nur, weil mir das alles zulasse. Und ich stelle mir halt immer die Frage, sind wir wirklich so blöd, dass wir auf die 100 Leute oder wie viele Leute das auch immer sind, die halt wirklich die Macht haben, dass wir auf die diese Mächtige dann reinfallen und die ganze Befehle immer noch ausführen und alles. Und ja, was der Domme gesagt hat, hört einfach auf zu funktionieren. Entschuldigung. Danke. Nee. ja, also mit dem Geldsystem, ich habe mir da auch nochmal Gedanken drüber gemacht. Also ich finde wirklich, dass fast 99% aller Probleme, die wir haben, also mit dem Geldsystem halt zu tun haben. Und wir müssen wirklich die Leute, die dahinter stehen, müssen wir wirklich irgendwie ausschalten können oder halt irgendwie ins Gefängnis gehen. Wir müssen die ganzen Kriegsverbrecher, die für die ganze Scheiße hier verantwortlich sind, da muss es wirklich so wie die Nürnberger Prozesse gehen, dass die ganzen Leute ihr gerechte Strafe kriegen, die das alles zu verantworten haben. Und ja, ich bin jetzt nicht für Todesstrafe oder Mord oder so, weil Gewalt ruft immer nur nochmal Gewalt hervor. Also
man möchte wirklich ein ordentliches Gerichtsverfahren haben für die Leute, die das ganze Elend verursachen haben. Also es verhungere Kinder und es gibt auch immer noch Leute, die daran schuld sind. Also einige wenige, die im Hintergrund sind. Rockefeller, Rothschild und die alle, die müssen mir, ja, entweder durch totaler Ungehorsam oder durch irgendwelche Prozesse oder was. Ich will jetzt nicht sagen, dass man die umbringen soll, aber ja. Also Nürnberg 2.0 für die ganze Volksverräter. Ja, zum Finanzsystem. Hier war ja auch oft das Gespräch mit dem Mensch ist gierig, das ist wäre so schlecht und alles. Und habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, mit dem Plan B, den ich schon vorgestellt habe, also mit dem fließenden Geld, wäre es so, dass die Gier quasi gar nicht mehr schädlich wäre für die Gesellschaft. Weil dann die ganze Anhäufung vom Vermögen gar nicht mehr möglich wäre. Und ja, wenn jemand halt viel Geld halt hat und gierig ist, dass durch die Fließgebühren von dem fließenden Geld der Gesellschaft halt nochmal nützt. Ja, dann wollte ich nochmal auf den Plan B verweisen. Ja, das wird schon ziemlich viele Probleme lösen. Und das ganze Böse, das es im Moment auf der Welt gibt, also damals die Nazis und alle, haben ja auch viele Leute gedacht, das Böse wäre weg, der Faschismus. Der Faschismus hat sich aber nur hinter der EU versteckt, hinter dem IWF, also hinter einer guten Idee, sage ich mal. Und das ist alles getan. Also die UNO zum Beispiel, was die UNO alles für eine Scheiße schon gebaut hat, ich muss es jetzt muss so ganz vulgär sagen, das sind alles Institutionen, die zu der Hochfinanz auch gehören. Oder die NATO, die Bundeswehr, die jetzt auch der NATO ist, das sind alles private Armeen der Hochfinanz. Also es ist nicht so, dass die Bundeswehr jetzt Deutschland verteidigt wird. Oder jetzt mal Hand hoch, wenn jemand denkt, dass die Bundeswehr Deutschland verteidigen wird. Also wie gesagt, es sind private Armeen von der Hochfinanz. Die Menschen können aktuell überhaupt nichts entscheiden. Also ist quasi Diktatur, die auf Gehirnwäsche funktioniert, basiert. Also die ganze Propaganda, die wir im Moment haben. Und ja, es gab keine Friedensverträge 1945, keine Friedensverträge 1990, keine Friedensverträge. Im Moment haben wir die Haager Landkriegsordnung. Das heißt Kriegseinwirkung unter Waffenstillstandsbedingungen, psychologische Kriegsführung durch die Massenmedien, das ganze Pharmakartell, was dazugehört und natürlich auch das Geldsystem. Ich stelle mir auch oft immer die Frage, ob es überhaupt realistisch ist, dass das Ganze zu einer Massenbewegung wird. Dabei muss man auch bedenken, dass das ganze Schulsystem, das ganze Universitätssystem eigentlich nur darauf basiert, dass irgendwas nachgeplappert wird. Also ich habe auch einen guten Kollegen, der war auch schon hier auf der Mahnwache, der Lukas, also Gruß an Lukas jetzt, der ist auch schon ein bisschen länger wach, sage ich jetzt mal. Der hat im Geschichtsunterricht hat er auch was gesagt, was die Geschichtslehrerin jetzt nicht so hören wollte. Ich glaube, da ging es um Rosinenbomber. Und hat auch immer was gesagt. Und ja, also wenn man da was gegen den Mainstream sagt, selbst in der Schule, wird das auch nicht so toleriert. Oder wenn ich jetzt im Studium das nicht so schreibe, wie der Professor das haben will. Also ja, also es ist viel Indoktrination. Und auch viel, dass die Schüler einfach was nachplappern, gar nicht jetzt selbst überlegen oder so, das wird halt gar nicht gefördert. Also die Leute werden sozusagen abgerichtet in unserem Bildungssystem. Und ja, der Zustand, der im Moment in der Gesellschaft ist, also auf Konsum, auf Vergnügung, also ich sage jetzt mal, wenn FCK spielt, ist die Hütte voll. Also bei Fußballspielen oder ja, bei der Weltmeisterschaft. Bei der Weltmeisterschaft waren 400.000 Menschen auf dem Platz. Das ist natürlich ein Riesenpotenzial.
Aber hier für Frieden scheint, interessiert sich anscheinend kaum jemand. Also wenn im Gazastreifen jetzt jemand erschossen wird oder so, ja, guck mal die Tagesschau, danach kommt ein guter Film, da sind die Toten schon wieder vergessen. Das finde ich einfach unglaublich, dass die Gesellschaft schon so abgestumpft ist. Also jeder hat so viel Morde schon im Fernsehen gesehen und ja, das alles schon so degeneriert. Und ja, ich finde es einfach traurig, den Zustand hier. Also die Leute, die fühlen halt einfach nicht mehr mit und das finde ich halt total so zum Kotzen. Muss ich einfach mal so sagen. Also wenn ich jetzt jemanden sehe im Gazastreifen, egal ob es jetzt wirklich im Gazastreifen ist oder hier, wenn ein Mensch umgebracht wird, ist immer schlimm. Egal ob es jetzt im Gazastreifen ist, ob es bei dem arabischen Frühling war, ob es jetzt in der Ukraine ist, wo die Leute abgeschlachtet werden. Das muss ich ganz einfach so sagen, dass gegen die friedlichen Leute einfach Waffengewalt erhoben wird. Und ja, das größte Problem ist auch einfach die Ignoranz von den Menschen. Ja. Alles klar. Ja. Also wie geht es im Finanzsystem weiter? Wollte auch mal gefilmt gehen, ja. Also Finanzsystem ist immer so auch mein Lieblingsthema, weil ich mich für Geld auch interessiere. Und ja, es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, wie es jetzt weitergeht. Entweder Hyperinflation, offener Staatsbankrott über Nacht oder halt Krieg. Warum Krieg? Krieg ist immer gut, weil Krieg ist nicht gut, aber Krieg ist gut für das System, weil es ablenkt. Also dann heißt nachher, ja, die böse Russen sind jetzt schuld, dass bei euch jetzt das Geld abgeschnitten wird, dass der Euro kollabiert. Es gibt ja wahnsinnige Sanktionen im Moment, was bei uns auch der Wirtschaft massiv schadet. Vor allem denn Kleinunternehmen, Familienbetriebe, die müssen auch schon viel Leute entlassen deswegen. Und ja, da sage ich einfach nur, dass das Ganze Absicht ist, dass man hier die Wirtschaft abwürgen will. Ja, also Krieg lenkt halt einfach ab von den Problemen vom Finanzsystem. Weil wenn man einfach mal nochmal sieht, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, dass alle Länder eigentlich verschuldet sind, vor allem die USA. Und dass vor allem das verschuldetste Land, vor allem das aggressivste Land ist. Ja, also die Inflation, die merkt man im Moment nicht so, weil das ganze Geld eigentlich in die ganze Finanzblase reingepumpt wird. Aber die Frage ist, warum wird nicht hier jetzt alles so richtig teuer? Also es ist halt so, weil es gibt Entlassungen, also die Leute verdienen eigentlich weniger als die Teuerung von den ganzen Preisen ist. Das heißt, wir haben bei uns halt Inflation, aber gleichzeitig Deflation, weil die ganzen Leute weniger verdienen. Das Geld fließt nicht mehr so, das wird auch aufgehoben, man weiß nicht mehr, wie es weitergeht, man spart auch noch ein bisschen was und ja. Aber irgendwann gewinnt die Inflation halt die Überhand und ja, das kann auch noch ein paar Jahre dauern, das ist ganz klar, das muss jetzt nicht von heute auf morgen gehen. Aber der Krieg, die Kriegsgefahr hängt auf jeden Fall mit der Finanzsituation zusammen, weil die USA ist eigentlich, beide Weltkriege ist sie immer hingegangen, hat die Schulden dann quasi auf Null gemacht, als sie komplett verschuldet war. Und ist dadurch immer als Gewinner halt hervorgegangen. Ja, solange die Schulden mit noch mehr Schulden bekämpft werden, ist genauso, als wird Feuer mit Benzin gelöscht. Also das Feuer wird immer größer, man braucht immer mehr Benzin. Also es gehen Billionen gedruckt und alles und ja, im Prinzip wird dann alles nur noch schlimmer. Ja, warum wollen die... Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die wollen einfach die Wahrheit nicht hören. Also es kann nicht sein, das ist nicht so. Frieden auf der Welt, es wird immer Frieden geben. Das haben die Leute vom Ersten oder Zweiten Weltkrieg auch gesagt. Da hat man
31. August gesagt, ja, Frieden in Europa, Europa ist das Beste, das Allerbeste. Ja, es wird nichts mehr passieren. Was ist am 1. August passiert? Um 4.45 Uhr wird zurückgeschossen. Ja, also Weltkrieggefahr ist schon da, obwohl ich bezweifle, dass die USA jetzt auch Russland angreift, weil Russland ist Atommacht und die USA hat noch nie eine Atommacht angegriffen. Ja, auch die Leute, die hier jetzt vorbeigehen, wenn jemand denkt oder sagt, ich kann nichts dagegen tun, wenn das die halbe Menschheit sagt, ist klar, dass nichts passiert, aber wenn jeder mal realisiert, was er für eine Macht hat, egal ob da hinten mit der rosanen Jacke oder keine Ahnung, also jeder hat wirklich die Macht. Wenn wir uns alle zusammentun, ist egal, was die 100 Mächtigsten oder so, was halt irgendjemand sagt, es kommt halt wirklich auf uns an. Ja, das war's von meiner Seite. Bravo!